Was hast du? Prosopium? Ach du Scheiße, Alter. Wie hast du dir das denn eingefangen? Ja, ich hab schon wieder Prosopium. Zack, da ist es. Katastrophe. Ich weiß auch gar nicht, wie ich mir das eingefangen hab. Beziehungsweise, ja, eigentlich weiß ich's doch. Das ist es ja. Ich stehe hier so rum, denk mir, komm, angelst du dir mal schön ein paar Fische und dann fängst du dir da so ein Prosopium ein, Alten, und weißt gar nicht, wie du das wieder los wirst. Katastrophe mit dem Ding. Aber es ist auch einfach recht selten, ne? Wann kriegt man schon so ein Prosopium? Ja, die Tage hier schon gestanden im Stream und es sind ein paar schöne Brocken reingegangen. Es sind ein paar gute Prosopium reingegangen. Das Teil mit 1,2 Kilo Trophy-Gewicht ist aber trotz allem, ja, nicht nur selten, sondern auch noch schwierig zu fangen. Und deswegen muss man auch bei diesem Fisch, wie bei allen anderen seltenen, einfach auch Geduld haben und es immer wieder und immer wieder probieren und testen. Ich bin jetzt hier nochmal mit einem relativ feinen Setup hin. Da ist wieder was abgehakt. Und mit diesem feinen Setup teste ich es nochmal. Vom Gewicht her, ich gucke gerade mal rein. Was hatten wir denn in den wöchentlichen Rekorden? Wöchentlich Prosopium. Da muss es doch irgendwo sein. Da ist es. Prosopium. Guck mal hier. Eintagsfliege, Mistwurm. Eintagsfliege, Mistwurm. Das ist gut. Vielleicht soll ich gleich mal... Hoppala. Schon wieder vorbei. Vielleicht sollte ich mal eben kurz ändern. Ich hatte zwar gerade schon eins hier auf dem Tauwurm, aber ich baller auch nochmal den Mistwurm gerne raus. Und man muss gar nicht so weit auswerfen. Also gerade auch wieder hier vorne, sogar da, wo jetzt gerade die Rutenspitze ist. So nah hatte ich jetzt gerade das erste hier gefangen. Und ja, man muss halt auch da ein bisschen testen. Ne? Von der Tiefe her bin ich auf 1,30 Meter gerade. 1,30 Meter Tiefe, ich glaube, man kann aber auch ein bisschen höher, ein bisschen tiefer. 1,20 Meter hatte ich zuletzt ein Prosopium gefangen und jetzt teste ich gerade mal ein bisschen tiefer. Es ist ja auch noch relativ kühl, 8,5 Grad, vielleicht gehe ich gleich sogar noch tiefer und teste da mal, ob die da vielleicht noch ein bisschen gezielter reingehen. Da zuppelt jetzt gerade irgendwas dran. Das ist aber... Ja, eigentlich ist es schlecht. Au, doch. Da kam dann doch noch was Größeres. Ich wollte gerade sagen, wenn da sowas ganz Kleines die ganze Zeit dran rumzuppelt, wollen wir das nicht. Arktische Marien, immer schön als Beifang, waren auch schon einige dabei zuletzt. Das heißt, die nehmen wir natürlich auch gerne wieder mit. Ja, und wir stehen hier, ich glaube, man sieht es ganz gut, direkt hier am Anleger. Der klassische Spot zur Zeit oder in letzter Zeit immer wieder für verschiedenste Brocken. Ob das Pelletmarine ist, arktische Marine. Oder auch die Bodenrenken, die immer mal wieder hier reingehen. Also hier kann man es, glaube ich, immer wieder ganz gut testen an der Tunguska. Und natürlich auch nachts immer mal wieder kurz testen auf Jig. Vielleicht geht ja auch das mal, dass man hier schön mit der Jig-Montage hier zum Beispiel auf Amurwels geht. Dann natürlich vielleicht ein bisschen weiter rausgeworfen. Aber auch das geht immer mal wieder. Ja, wie gesagt, eine der, ich würde sagen, fast wichtigsten Stellen hier an der Tunguska. Und ja, fürs Prosopium eben auch immer wieder ganz gut. Tja, der Knackpunkt beim Prosopium ist halt einfach die Frequenz, ne? Oder es ist einfach super selten. Oha, auch noch Gewitter. Super seltenes Prosopium. Ich würde sagen, mindestens so selten wie die Baikal-Marine. Auch das ja eher selten und fast eher nur so Beifang. Aber auch da, wie gesagt, man muss es einfach testen. Ne? Immer wieder dranbleiben und probieren. So, jetzt so langsam reicht es mir. Wenn die so weit weg sind, dann ziehe ich auch wieder rein. Das ist mir dann ein bisschen zu weit. Und dann werfe ich lieber nochmal ein bisschen neu aus. Werfen wir mal ein bisschen weiter. Und wir müssen uns auf jeden Fall mal einen heißen Tee gönnen bei dem Mistwetter. Und vielleicht noch eine heiße Suppe. So. Dann haben wir auch gleich wieder genug Energie und gute Laune. Zack. Jawohl. Und weiter geht's. So soll das. Wieder. Kleine sibirische sogar. Ja, zu klein. Also vor ein paar Wochen hatten wir mal ein Turnier hier gemacht. Da war ich tatsächlich auch super klein unterwegs. 18er Haken.
hat auch super funktioniert. Auch da sind recht große Brocken sogar reingegangen. Das heißt also, man kann, glaube ich, auch tatsächlich mit einem sehr kleinen Haken hier die Frequenz natürlich zum einen beeinflussen, aber man hat dann auch immer wieder noch kleinere Kandidaten dabei, so wie sibirischer Hasel oder sowas. Weiß nicht, also wenn man das nicht unbedingt dabei haben will, dann macht das wenig Sinn. Ich habe jetzt schon wieder hier die ganze Zeit Unterbrechung vom Treibangeln. Das heißt, höchstwahrscheinlich war da schon wieder so ein Hasel, zack, Hasel dran und zuppelt da dran rum. Prosopium, oh, guck mal hier, eine Esche. Auch schick. Auch immer wieder schick hier, gerade im Maßenbereich. War nicht schlecht. Ziehen wir mal weiter hier so auf der Höhe. Ungefähr die Höhe von dem Ast, dem kleineren da unten. Ja, und dann lüptet. Da ist schon wieder irgendwas dran. Schon wieder irgendwas, was das Treibangeln unterbricht. Oder ist das hier zu flach? Das kann natürlich auch sein, ne? Dass es einfach zu flach hier ist. Das kann natürlich sein. Mit 1,30 Meter. Weil sonst war ich hier auf 1,20 Meter. Guck mal, die ist auch so ein bisschen schräg die ganze Zeit, die Pose. Oder liegt das vom... Ne, es liegt am Wind. Das Schräge liegt am Wind. Der Wind kommt gerade direkt von vorne. Treibt natürlich zusätzlich nochmal eher so ein bisschen hier rein. Und der Wind ist auch gar nicht so wenig gerade. Mit 11 Meter die Sekunde. Gerade bei dem Gewitter. Da passiert das natürlich. Also, ich ziehe jetzt nochmal rein. Ja, ein bisschen vielleicht noch. Häufig sind da hinten auch nochmal welche reingegangen. 2, 1. So, jetzt reicht es. Also, ich werfe ein bisschen weiter. Machen wir mal bis da vorne. So, genau. Und dann gucken wir mal, inwieweit das da vorne geht. Vielleicht gehe ich da vorne auch nochmal ein bisschen tiefer. Dass wir so vielleicht in 1,50 Meter Tiefe ungefähr sind. Es ist ja immer noch sehr kalt. Zack, da geht aber auch schon was rein. Das ist doch gut. Oh, die Pellet. Fehlt mir auch noch als Trophy. So, 1,50 Meter. Jawohl. Und jetzt da vorne. Ich versuche mir immer so die, also man hat ja immer so dieses Schwarze und diese Reflexion im Wasser, sieht man ja, ne? Und da ziehen sich ja immer so Spuren quasi durch und ich versuche mir da, und die bleiben ja eigentlich auch an Ort und Stelle. Also die verändern sich ja kaum. Und die versuche ich mir ungefähr immer zu merken oder halt einfach, ja, man kann natürlich auch klippen, da muss man, Alter, schon wieder Tugun. Tugun auf so einem Setup und solche Köder, ey. Vielleicht geht hier auch Tugun. Vielleicht hier mit einem 18er Haken Fliege, Köcherfliege und dann gib ihm, ey. Schön auf Tugun hier. Ja, oder wie gesagt, einfach merken, ne, wie viel Prozent man auflädt und dann dementsprechend immer wieder an die gleiche Stelle werfen. Wenn man denn an einer Stelle das Prosopium hatte. Das ist halt der Knackpunkt. Ne? Das muss auch erstmal reingehen. Wie gesagt, zuletzt auch eigentlich immer eher ufernah. Ist halt die Frage, wir können ja mal eben gleich aufs Maul gucken, wie die denn eigentlich unterwegs sind. Oberständig, unterständig, ob die vielleicht eher auf dem Grund unterwegs sind. Und dementsprechend schauen wir gleich mal, ob wir vielleicht nochmal ein bisschen tiefer gehen. Vielleicht lassen wir das auch tatsächlich die Köder einfach mal so knapp über den Grund schleifen. Wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit, ne? Zack. Aber wieder losgelassen. War nur angetäuscht und nicht ganz runtergezogen. Wir gucken nochmal eben rein hier ins Prosopium. Da ist es. Und es hat eigentlich ein oberständiges Maul. Sehen wir jetzt nicht so ganz gut. Ja, doch. Das heißt, es gründelt wahrscheinlich eher mehr auf dem Boden rum. Ich gehe mal auf 1,80 Meter sogar. So. Und dann lassen wir es nochmal schön durchtreiben hier. Treibt sogar noch konstant durch. Also von der Tiefe her passt es. 1,80 Meter. Immer noch kühl. 8 Grad kühl. 10 Uhr morgens, das passt. Ja, bei dem Mistwetter, da wird das wohl noch länger so bleiben. Jetzt ist natürlich die Frage, ob dann die Bodenrenken oder sowas reingehen. Das wäre natürlich jetzt der Hammer. Zack, gesagt, getan. Und da ist sie, die Bodenrenke, die erste. Da müssen wir natürlich jetzt ein bisschen aufpassen, denn ich bin vom Setup, und da können wir ja mal eben reinschauen, relativ klein unterwegs. 6,9 Kilo Fluorocarbon
only, ohne Vorfach, also komplett Fluorocarbon-Schnur. Hebebiss, das ist wahrscheinlich eher was Forelliges oder so. Esche. Saibling, na guck mal. So, und wieder raus. Genau. Und vom Haken her, auch so ein Ding. Haken ist ein 8er Haken. 6er Haken hatte ich allerdings auch schon probiert. Da ist mein größtes Prosopium bisher draufgegangen. Gucken wir gleich mal eben. Um die 900 noch was Gramm, also knapp unter einem Kilo Prosopium bisher. Auch eben hier an der Stelle. Und wieder zu spät. Ich werfe nochmal ein bisschen flacher aus hier. Ganz knapp nur. So. Und habe ja jetzt immer noch auf 1,80 Meter Tiefe. Also auch so ufernah kommen wir hier mit 1,80 Meter Tiefe, glaube ich, ganz gut klar. Das funktioniert. Sehr schön. Und dann sollten wir ja jetzt hier noch weiter am Grund rumschrabben mit dem Köder. Vielleicht ist das genau die richtige Höhe jetzt fürs Prosopium. Oder ich teste doch gleich nochmal wirklich die andere Kombination, die halt gerade geliefert hat, ne? Mit dem Tauwurm. Aber wenn hier in den Rekorden schon so oft der Mistwurm mit drin ist in der Kombination, also die Köder-Kombi, die macht es wohl aus, dann muss man es halt probieren. Ne? Zack. Jawohl. Auch schon ordentlich Gewicht. Und was haben wir? Esche schon wieder. Krass. Finde ich aber gut. Gerne auch von diesen Eschen mehr. Bremse sollte soweit passen, glaube ich. Gerne mehr davon. Ja, kohlemäßig auch gar nicht schlecht. Das hat, und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde mich hier einfach mit zwei Routen hinstellen. Ich meine, die Frequenz würde es erlauben, ne? Die Frequenz ist jetzt nicht so, dass man hier selbst mit zwei Routen regelrecht im Stress gerät. Das passt. Warte mal, ich gehe mal auf einen größeren Haken. Ich gehe mal auf einen 6er Haken und dann nehmen wir bei den 6er Haken so einen schlanken, so einen schmalen. So, das Teil und nochmal der Mistwurm. Einfach mal ein bisschen größer. In der Hoffnung, dass wir jetzt auch hier den Durchschnitt der Größe, also der Fische, ein bisschen erhöhen. Ich hatte zuletzt hier auch bei der Arktischen Maräne größere Brocken dran. Und das hätte ich doch gerne auch jetzt hier mit dem 6er Haken wieder. Das wäre doch was. Das Wetter hört auf, das Schlechte. Der Sturm lässt nach, jawohl, drastisch von 11 Meter die Sekunde auf 3. Das ist doch deutlich angenehmer. Perfekt. So soll das, ey. Ja, letzten Endes, wie gesagt, mit zwei Routen. Also wenn man es einrichten kann, ob das nun zwei Stippen sind oder hier die Matchrouten, ist ja eigentlich wurscht. Aber ich denke, mit zwei Routen ist man dann doch nochmal kohlemäßig deutlich besser unterwegs. Ihr seht, wie lang das jetzt hier eigentlich gehen kann, bis da mal was reingeht. Und wenn es dann reingeht, ist es auch manchmal halt nur so ein Regenbogenstint oder ein Tugun oder was, der sich da an einem zu großen Haken versucht. So, ich würde sagen, ich ziehe jetzt hier nochmal vielleicht ein paar Runden durch, so bis Nachmittag vielleicht. Und dann gucken wir mal, ob da noch was Großes reingeht. Bam, Alter, was geht denn da rein? Ei, 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 ei. Pelletmarine, das ist natürlich nicht schlecht. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen die Höhe wieder zurückgestellt auf 1,30 Meter zurück. Denn, hoppala, instant. Verpennt. Denn das war zuletzt eigentlich deutlich besser. Und auf 1,80 Meter, da war auch nicht wirklich viel los. Also das scheint dann doch deutlich zu tief zu sein. Zumindest hier für diesen Nahbereich. Und hier auf 1,30 Meter gehen dann doch noch ein bisschen mehr die Brocken rein. Bessere Frequenz. Ja, aber bisher leider noch nicht ein weiteres Prosopium. Schau mal einer, guck, Alter. Da ist das mal wirklich was, was man sich selten einfängt, so ein Prosopium. Und dann natürlich auch noch in 1,2 Kilo. Das ist natürlich der Hammer, ne? Das wäre aber auch, und deswegen eigentlich muss man, glaube ich, echt mit so einem großen Haken da dran. Einfach nur, um es wirklich, also wenn es denn dann schon rangeht, dann muss es doch auch ein großes sein, ne? Es lädt aber auch gerade so lang, ne? Ja,
Die arktische Maräne wieder. Es waren jetzt so ein paar kleinere schon wieder dabei, ne? Arktische Esche und sowas. Alles sowas Kleines, sogar so ein winziger dreistachliger. Weiß ich nicht. Super, super viel Kleinkram. Auch das mit dem Tugun ist natürlich so ein Ding, gerade auf so großen Haken, dass die da mit reingehen. Und die produzieren natürlich dann auch häufig diese Fehlbisse, dieses Rumgezuppel, was man dann nicht anhaken kann. Da muss man sich gar nicht irgendwie grämen, wenn das irgendwie häufiger passiert. Gerade bei so Ködern hier, die, wo halt so viele Fische draufgehen. Ja, ich würde sagen, bis zu den Abendstunden halte ich es, glaube ich, noch aus. Probiere ich noch ein bisschen weiter rum. Denn der Brocken, ja, ist einfach selten. Und dann gucken wir mal, vielleicht ist ja die Wahrscheinlichkeit höher. Ich bin mir, ja doch, eigentlich war es in den Morgenstunden am effektivsten. Tatsächlich beim Wettangeln vor ein paar Wochen. Und tatsächlich auch zuletzt jetzt hier im Stream, wo ich das mit über 900 Gramm hatte, das Prosopium. Auch da waren es die Morgenstunden. Ich gucke gerade nochmal. Statistik Prosopium. OP, da ist es. Prosopium. Sehr, sehr cool. Ja, 997 Gramm. Schönes Gerät. Cooler Fisch auf jeden Fall. Aber, wie gesagt, auch äußerst selten. Und, von daher dranbleiben und hoffen, dass da noch was geht. Bam, Alter. Auch wieder so ein Blitzangriff hier. Krass. Die Bachforellen, die sind das, die hier so blitzschnell reinballern. Ja, krass, ey. Nicht schlecht. Gutes Gewicht auch für die Barfu. Aber das ist ja der Hammer. Das war jetzt schon ein paar Mal ausgeworfen, zack, und schon weg. Und wenn du da nicht sofort hinterher warst, direkt angeschlagen, da war es schon vorbei, ey. Einmal ein bisschen getrödelt mit dem Anschlag und schon die Chance vertan hier mit der Barfu. Aber cool, dass die draufgehen. Ich hatte ja sonst eher den Eindruck, dass die eher so auf Köcherfliege oder wenn man eine Fliege drauf hat, mit so beim Tugun-Angeln mit draufballern. Aber wenn man hier auch so ein paar Eschen mitnimmt oder die Barfus, dann ist das natürlich ganz praktisch, um hier auch den Silberdurchschnitt in der Stunde ein bisschen zu pushen. Zack, der nächste Brocken hier. Komm mal ran. Kleine Esche, na. So, und wieder hier vorne hin. Ich guck gerade mal, was haben wir hier gerade drin? Knappe 100 Silber für die 25 Minuten. Das ist auch zumindest schon mal ganz okay. Aber da geht natürlich deutlich mehr. Und wie gesagt, normalerweise, wenn man sich jetzt hier komplett darauf konzentriert, dann kann man sich natürlich auch super hier mit zwei Ruten hinstellen. Zack, und der nächste. Komm ran hier. Baikal-Maräne. Das ist natürlich nett mit einem Kilo. Ja, ich habe jetzt doch mal auf Doppelpose hier zwei Matchrouten umgestellt. Einfach mal, um noch ein bisschen mehr rausziehen zu können. Nochmal ein bisschen eine höhere Chance zu haben. Des Weiteren habe ich jetzt auch hier auf der zweiten Route mal nur einen 12er Haken drauf gemacht. Deutlich kleiner. Allerdings ist das bisher noch ganz okay. Kein großer Nachteil dadurch. Klappt. Jetzt ist es natürlich wirklich immer nur so eine Sache. Zack, kriegt man es richtig angeschlagen im richtigen Moment. Und kriegt man die Brocken dann. Und da ist schon die nächste, siehst du. Da müssen wir jetzt ein bisschen warten, bis sie ein zweites Mal runterzieht. Das ist halt so ein Ding, dann lieber ein bisschen mehr Geduld haben und nicht hektisch hinterher. Vielleicht ist der Fisch ja noch dran und zieht nochmal runter. Aber man verpasst halt doch immer mal wieder einen Biss. Nichtsdestotrotz, im Großen und Ganzen lübt das so eigentlich falsche Route. Ah, auch das noch. Lübt das so eigentlich ganz gut. So, das Ding, halt, so, nein, siehste, Koordination, komplett lost, Alter, komplett lost, ich sag es dir, ey, dude und dad, so, die werfen wir auch nochmal raus, vielleicht nicht ganz so weit, ah, so, und dann geht das wieder, und jetzt schön die Finger schon mal hinlegen, immer schön konzentrieren, linke Route, rechte Route, rot, gelb, rot geht und nicht gehakt. Wieder aufmachen und weiter treiben lassen. Und wieder geht's los hier. Rot und gelb.
Und wieder auf Rot, oder? Da hat schon was gezuppelt. War da ein kleiner Ruckler. Na, oder auf Gelb? Ja, Gelb hat sich schon angekündigt und ist auch was dran. Sehr schön. Jetzt auf Rot. Kriegen wir die noch? Falsche Taste. Wir haben sie aber. Wir haben sie aber. Sehr schön. Eine kleine Pellet noch. Schnell wieder raus. Und die kriegen wir auch noch ran. Jawohl, hier. Alter, ey. Kleine Esche, okay. So, die machen wir mal nicht ganz so weit. Immer aufpassen hier mit dem ollen Stein, der blockiert manchmal. Ja, aber so kann es dann halt gehen, ne? Und gerade auch in den Abendstunden, man merkt also doch deutlich größere Frequenz und natürlich mit den kleineren Haken. Wie gesagt, auch da bis zum 18er Haken runter. Kann ich mir auch gut vorstellen, hier einfach mit dem 18er Haken hinstellen und nebenbei noch die Turun Trophy fangen, oder? Wenn man doch schon mal hier steht auf seltene Fische, einfach mal den Turun mitnehmen. Wäre doch was, ey. Wenn der so reinballert, aus Versehen, fände ich doch fair, ey. Also, gucken wir nochmal eben rein. Jetzt so langsam mit Eintreten der Dunkelheit war dann auch wirklich Sense. Es sind noch ein paar schöne arktische Marinen reingegangen. Gar nicht so schlecht. Und wenn wir jetzt hier so nach Preis sortieren, ja, da haben wir dann die Brocken. Arktische Ober. Guck mal hier, die Baikal direkt als oberstes mit knapp 25 Ocken, 1 Kilo schwer. Barfuß natürlich nett und die Eschen. Aber dann auch schon direkt das Prosopium. 350 Gramm für 12 Silber. Das schmeckt. Und dann kommen hier die Pelletmarinen und arktischen Marinen. Ja, im Großen und Ganzen bin ich da ganz zufrieden mit. Was hatten wir jetzt hier? Ich glaube knapp 40 Minuten jetzt hier. Ich habe noch ein bisschen durchgezogen und sind dabei jetzt bei 170 Silber sogar schon. Gar nicht schlecht. Und ich würde sagen, würde man von vornherein direkt mit zwei Routen das machen und nicht nur so die letzten 10 Minuten, dann lübt das auch richtig gut. Ich sortiere nochmal eben nach Fangzeit. Wir merken allerdings auch, gerade mit dem kleineren Haken, dass immer mal wieder auch sehr kleine Fische mit reingegangen sind. Also auch hier sind immer mal wieder, auch hier nochmal eine zweite kleine Baikal-Marine. Es ballern eben auch, gerade wenn man mit dem kleinen Haken ist, unterwegs ist auch die kleineren Brocken rein. Was ich auf jeden Fall nochmal testen werde, ist hier nochmal mit einem 18er Haken ranzugehen. Große Köder und 18er Haken, beziehungsweise was ich auch schon hatte, den 12er Haken, den in Kombination vielleicht nochmal mit dem Tauwurm. Also, so sieht es aus. Weitermachen. Petri, ihr Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir immer. Dankeschön und wir sehen uns dann im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.